Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es mit zwei Zuschauern zusammen und mit Flo und Marlon. Marlon ist unter anderem auch ein YouTuber, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Prophound. Es war teilweise ein bisschen durcheinander, aber auch echt lustig. Deswegen Leute, gebt auch diesem Creative Gameplay gerne eine Chance. Ich fand es ziemlich nice und deswegen würde ich einfach mal sagen, es geht ab. Viel Spaß damit. Lasst gerne ein Like da. Tilde Towers Prophound. Ich hab das noch nie so richtig gemacht, also wir können uns jetzt gleich in Gegenstände verwandeln, oder wie geht das, ja, ne? Proper, das ist echt lustig, das macht voll Bock. Okay. Oh, wer ist Sucher? Wer ist alles Sucher, nur Flo? Nee. Ein Fisch ist noch Sucher. Okay. Ich bin auch noch Sucher. Ja, ist wahrscheinlich Marlon. Okay, muss ich mir ja mal was Gutes überlegen. Wie ist das? Hört ihr den Sound, wenn ihr in meiner Nähe seid, oder? Ja. Mhm. Alle 15 also... Sekunden. Hä? Hey? Also, du kannst auch... Pfeifen, du kannst so pfeifen mit R. Mit R? Mach ich mal lieber nicht. Ich hab voll die gute Idee. LOL. Okay. Also das kann mir keiner erzählen, das ist richtig gut, das Perfekt. Ey! Es reicht! Bin ich jetzt schon Sucher? Oder was ist jetzt passiert? Bin ich jetzt tot? Ach so, hat mich gerade keiner von euch gefunden? Nee. Hä? LOL, jetzt bin ich... Nein! Was mache ich hier? Nein, bitte guckt euch nicht um. Verox, das Versteck ist nicht schlecht, ne? Ah, wie kann ich... Ah, oh, ich bin furchtbar schlecht in diesem Game. Oh, bin wieder da. Leute, ihr werdet mich nie finden. Bin die einzige Legende, die noch lebt, diesem Planeten. Kann ich auch mal pfeifen hier. Ah, jetzt habe ich gepfiffen, Alter. Kann ich auch mal im Real Life machen. Ah, nee, Digga, kann ich nicht. Okay, soll ich euch mal helfen? Also irgendwie seid ihr nicht so gut drauf, ihr Sucher, ne, Flo? Ja, ich höre den Ping ja nicht. Warum hörst du denn den Ping nicht, Florian? Ja, wahrscheinlich kann er in der Nähe ist. Da beim Basketball. Ja. Also ich glaube, ich muss mal zu euch kommen. Hi, Luca kommt. So, Leute. Ich pfeif mal wieder, ne? Pfeif auch mal, Verox. Vielleicht findet dich Flo dann. Florian, du bist so richtig lost in dem Modus, ne? Digga, er ist halt absolut lost, ne? Er ist halt absolut lost! Ich steh gerade ungünstig. Wann checkst du's endlich? Flo, wann checkst du's? Hi, Flo! Digga. Was ist mit dir los, mein Junge? Ich pfeif durchgehend, ne? Ich pfeif gerade durchgehend, Mann. Verox ist auch gerade am Pfeifen. Ich kann dich auf Ben nennen. Digga, nee, Luca! Nee! LOL! Digga, du bist nicht so lost! Nein Digga! Nein! Ah, du hast es endlich geschafft, Flo! GG! Komm, Flo! Hat aber gedauert, Mann! Hat gedauert! LOL! Unentschieden! Ich bin auch am Verstecker! LOL! Hä, ich versteck mich schon wieder! Bitte langweilig! Aber sobald der Objektping kommt, muss man eigentlich leise sein als Sucher. Oh, ich hab voll die gute Idee. Hallo Leute, wo seid ihr? Verox, guck mal zu mir, Verox. Guck mal, was ich bin. Nein! Ich bin unauffällig, ey Leute, ich war unauffällig. Das ist doch ein Skandal. Ja, er ist gestorben. Es ist schon wieder lächerlich. Oh Mann. Es ist traurig, ich bin schon wieder tot. Gemacht. Schon wieder unentschieden. Ja, aber wie schnell die Sucher rausgelassen werden, ne? Ey, Digga, was ist das denn für ein Scheiß? Und ich bin schon wieder Verstecker. Alter. Ja, ich bin Marlon, sitz Sucher. Flo, hi. Lass mal du kommen machen. Marlon, nee, Digga, Marlon, ich bin noch ganz Sucher. Ah, was bist du, Flo? Hast du noch nicht entschieden? Nee, hab ich Sag mal bitte leise, Luca, gleich kommt der Objektpin. Ich will das hören. Ah, chill, Digga. Wir müssen jetzt immer schreien! Ach fuck, ich hab's so früh geschrieben. Jetzt hab ich's nicht gehört. Nice. Ey Flo, wir machen diese... Es gibt doch diese Dinger-Kombo, ne? Weißt du, was ich meine? Ich bin sehr unauffällig. Ey, Digga, Flo, das könnte ja richtig gut sein. Ich meine das ernst. Ey, kannst du jetzt mal leise sein, bitte? Ich will den Objektping hören. Es gibt doch... Nee, Digga, fokussier dich, Mann. Flo, bleib da. Weil es gibt genau dieses Objekt auch in Real. Fokussier dich. Ich hör den Prop-Ping gar nicht. Dann mach dein Ding lauter. Das wir können ja mal pfeifen. Ah, gerade war ich in dieser Kipplage. Fuck, das klappt gerade nicht so gut. Seid ihr irgendwie blind? Wir hören keine Poppings.
Komm mal mit. Ich? Ja. Ich höre keinen einzigen Ping. Wir müssen uns jetzt was richtig Kleines aussuchen. Hier, wir sind hier. Das ist euer Ernst? Scheiße. Was können wir. Was richtig klein? Als ob ihr mich nicht seht. Als ob ihr mich nicht seht, seid ihr. Ist er blind? Jetzt halten. Digga! Er ist das Ding hier. Digga, was? Ja, ich dachte, ich konnte das eben nicht anhaken, deswegen dachte ich. Ah, man kann kein Baum mehr. Sehr unauffällig. Okay, so ein heftiges Versteck jetzt. Ja, findest du? Bei mir gerade noch gar nicht. Findest du nicht? Nee. Aber null. Ich finde, das ist voll sad, das Versteck. Bei mir schon. Ist nass. Ich höre wahrscheinlich aber keine Puffings, weil keine in der Nähe sind. Ja, das ist richtig. Das ist dann. Hä, hey, Digga, wir müssen ein richtig tolles Versteck suchen, Flo. Ah, gibt's nicht irgendwas ganz Kleines? Nee. Was ist das kleinste Item, was man haben kann? Ich brauche mich nicht verstecken. Oh. Ja, okay, lass einfach so rumlaufen, Flo. Wird schon schief gehen, Mann. Hi. Ist eh egal. Scheiß mal auf alles, Flo. Komm mit ins Abenteuerland. Ja, komm mit mir ins Abenteuerland. Oh, ich hab hallo. Runde. Ich sehe euch leider nicht. Ja, wir wissen auch nicht, wo ihr seid. Ja, wir pfeifen doch durchgehend. Soll ich nicht, weil ich nicht in der Nähe bin. Ja, dann müsst ihr besser rumlaufen. Ja, wir laufen ja gar die ganze Zeit rum. Feuer löschen. Ich habe nicht mal einen Plan, in welcher Richtung ihr sein könnt. Oh. Du musst Münzen dann sammeln, um zu gewinnen. Ach so! Stimmt, ja, das muss man. LOL! Machen. Ach so! Ja, ich hab ein Objekt gehört. War nur so nebenbei. Hier, der ist dran, hier, da drüben. Ah, fuck. Luca hat sogar extra noch Feuer löschen gesagt. Hi. Ich bin super. Hat doch geklappt, ja. Nice. Ey, ist so. Jetzt darfst du aber nicht reden, wenn die Objektpins kommen, okay? Ja, Digga, wir kriegen es hin. Easy. Jetzt geht's los! Versteckte Spiele, Alter, wann geht's hier los, Mann? Oh, Leute, ich krieg Damage. Was lustig ist, selbst bei Ping, bei Leuten, Objekten, die sich verwandelt haben, krieg ich Auto-Aim. Oh. Wahnsinn. Achso, ich krieg immer Damage, wenn ich was anschieße. Wenn du daneben schießt, wenn du keinen Kuss, kriegst du Schaden. So, natürlich ungünstig. Aber ich kenne natürlich die Map von Fortland in- und auswendig. Und ich kann hier jedes stehende Objekt beurteilen, ob das stehen muss oder nicht. Ist irgendwo was am Pfeifen? Ich spamme gerade meine R-Taste. Stark. Das Versteck war nicht schlecht. Ja. Also an der Stelle ist man die Cheat, das Versteck war nicht schlecht. Was ist denn, wenn man tot ist? Als Sucher? Weiß ich, dann bist du tot. Ja, respawn ich auch nicht mehr? Nee, dann respawnst du. Scheiße. Warum höre ich so komische Geräusche? Das ist so dieser Sound von, wenn du gerade keinen Fallschaden kriegst. Von Bounce Pads, der Sound. Hm. Okay, also bisher habe ich noch keinen gefunden. Hier auf dem Dach. Ah. Hä, hey, besonders ich krieg Damage, obwohl ich ihn. Hä? Wieso habe ich Damage treffen, bekommen? Du musst ihn treffen, damit du keinen Damage hast. Ja, Digga, ich habe ihn getroffen. Laber jetzt mal kein Bullshit. Hä? Ja. Nee, du kannst ja nichts dafür, hab ich niemals gesagt. Eigentlich kriegt man nur Damage, wenn man nicht.